Oh, Mama ist weiterhin nicht so gut drauf. Mama, hast du ein Buch? Ja, Kopf hoch. Du hingegen mit diesem Blick auf dem Gesicht. Jeder würde sagen, dass es dir egal ist, was mit dem Laden passiert. Das ist nicht wahr. Mir ist es wirklich wichtig. Aber dein Gesicht war schon immer gleich. Das ist auch nicht wahr. Manchmal blinzle ich. Mein Gott. Alles Einpackpapier, dann gehen wir mal raus. Scheiße, brauchen wir das Geld aus dem Sparschwein, um das Buch zu kaufen? Es gibt Leute, die denken, dass ich da wohne, aber das ist das Haus meiner Mama. Ich lebe im Hinterzimmer der Metzgerei, was viel cooler ist. Tier und Fleisch ist das Beste, was es gibt. Gut. Ah, die Katze! Sie kocht eine Sardine. Ja. Dieser Müll muss dem Mann gehören, der durch den Müll wühlt. Ey, Müllmann! Hallo! Bleib, wo du bist, das ist Alex Territorium. Was willst du? Ja, vielleicht hat er in dem ganzen Müll ein Buch mit leeren Seiten. Hast du ein dickes Buch, in dem nichts geschrieben steht? Nein, hat er nicht. Wie, du würdest es mir nicht geben? Ja, lass mit der Katze reden. Die Katze bereitet dir Essen vor. Na gut, wir gehen erstmal woanders hin und checken, was abgeht. Wicked! Oh, dann ist sie wohl in London. Comic Sans! Ah, ist der Comicladen? Aber im Comicladen gibt es bestimmt nur ja, beschriebene Sachen. Hey, Girl! Lakuma! Dieser Ort ist voller Sachen für Geeks. Geil! Umaru! Das ist bestimmt Snake, Hatsune Miku. Oh, ich wäre auch eine Umaru-Figur. Captain Canada. Ah, wie gut. Earth for Revenge Asylum. Richtig nice. Die ganzen Kigurumis. Blade Ruiner. Hi. Hey, ich wollte dich was fragen. Hast du zufällig einen Comic mit leeren Seiten? Mit leeren Seiten? Was meinst du? Ja, ein Comic mit leeren Seiten. Ohne was Gedrucktes. Ja. Ich werde sie fragen, ob sie ein Geek ist. Naja, ich stehe total auf Videospiele. Ich lese viele Mangas. Ich liebe Superheldenfilme. Ich sammle alle Arten von Figuren. Und ich hänge jeden Abend mit meinen Freunden ab, um neue Brettspiele auszuprobieren. Also ja, ich schätze, man könnte sagen, dass ich ein Geek bin. Gut. Ja, Mann, wer sich das Spiel ausgedacht hat, war auch auf Drogen. Das glaube ich auch. Können wir hier runter? Oh, oh, oh. Oh, was ist mit dem Müll? Vielleicht ist was im Müll. Nee. Nee, gut. Dann gehen wir mal weiter. Hallo. Können wir reden? Nee. Gieß ihre Blumen. Okay. Was ist das hier? Basketball-Jungs spielen Basketball. Supermarkt. Burger Bar. Und Tierarzt. Na dann, press the button. Vielleicht hätte ich den Mülldude weiter voll labern sollen. Vielleicht auch nicht. Was ist das? Eisenbahnhändler. Nee. Das wird wohl nichts. Was mit ihm? Verrückter Vogelfütterer. Hi. Hallo. Ich mag deinen Vogel. Ja. Du machst ihn doch nicht fett, damit du ihn essen kannst, oder? Natürlich nicht. Warum denkst du das? Ich gebe ihm sein Leckerchen. Das ist schon eine Weile her, seit er sie bekommen hat. Wer wohnt hier? Na gut. Postmann. Nee, Brotmann. Der Mehllieferant. Das ist sein einziger Job. Wer wohnt hier? Oh, schön, ein Lolita-Laden. Let's go in. Das ist meiner.
Ah, der Duft von, wie heißt das? Lady Baby. Ah, hey. Oh, hallo. Er trägt seltsame Klamotten. Heute Morgen habe ich einen Mann mit orangenem Haar getroffen, der sich gern wie eine Frau kleidete. Und jetzt habe ich noch einen gesehen, der einen BH und einen Rock trägt. Ja, das ist mein Wrestling-Kostüm. Ja, hier ist es. Was meinst du mit Wrestling-Kostüm? Ahaha. Hat das was damit zu tun, Leute zu verprügeln? Die Grundidee ist, dass es so aussieht, als würde man sich prügeln, aber im Ring tun wir einfach nur so. Wrestling ist wie der Zirkus oder das Theater. Aber warum in den Klamotten? Es macht mehr Spaß. Ahaha. Ich ziehe oft so etwas an, wenn ich auf Partys gehe oder mit meinen Freunden abhänge. Alle lachen, wenn sie mich sehen. Es gibt nichts Besseres, als Leute zum Lachen zu bringen. Das ist ja süß. Ich wette, jeder lacht ihn aus. Ich bezweifle, dass er viele Freunde hat. Oh, es ist beides gemein. Ich will beides nicht so. Na komm. Ärgern die Leute dich? Natürlich, immer, aber ich bin eine tolerante Person, wenn nicht. Ja, ein paar Gliedmaßen ausgerissen, das glaube ich auch. Ich schätze, es ist schwieriger, Freunde zu finden, wenn man so gekleidet ist. Nicht wirklich. Eigentlich finde ich jeden Tag neue Freunde. Die Leute halten mich ständig auf der Straße an, wir albern rum und sie machen Fotos mit mir. Wir haben eine tolle Zeit. Okay. Ah. Oh. Wären die Designs besser, hätte ich eins nachgenäht. Hi. Es sieht nicht so aus, als würden sie Bücher mögen, aber ich frage trotzdem. Alles in diesem Laden ist sehr kitschig. Was? Wir suchen nach einem Buch. Von Klamotten und Accessoires. In der Bücherei oder im Comicladen versuchen. Gibt es kein Schreibwarengeschäft? Übel süß. Let's go. Mann, es kann doch nicht so schwer sein, ein scheiß Notizbuch zu kaufen. Hier, Kombini. Ja, vielleicht ist es bestimmt billig, aber scheiße. Okay, sie will nicht in den Supermarkt, weil sie ihn hasst. American Diner. Kaufen die nicht Fleisch von dir? Das ist doch das Burger-Restaurant. Katzi! Hi. Nein, sie wurde ausgesetzt. Mit zum Schlachthof. Tierarzt. Macht auch nicht so viel Sinn. Oh, das ist das Zeichen aus Japan für, habe ich vergessen. Irgendwas Öffentliches. Bisschen eng, ja. Das passiert, wenn man so fett ist wie ich. Ah, Lotterie los. Das ist, als würde man Geld verbrennen, oder? Ah. Schön. Hast du schon mal bei der Lotterie mit der fetten schwarzen Katze mitgespielt? Nein. Okay, ich erkläre dir, wie es funktioniert. Die Ziehung ist schon bald da, aber du kannst noch teilnehmen. Zuerst kaufst du die Lose. Du kannst eins kaufen oder ein paar. Aber du kannst es noch einmal machen. Sobald du die Lose gekauft hast, kannst du keine mehr kaufen. Du kannst also nur einmal spielen. Dann zieht die fette schwarze Katze irgendwann und wenn dein Los dran kommt, gewinnst du viel Geld. Und wenn mein Los nicht gewinnt, naja, dann hast du dein Geld verbrannt, so wie es deine Freundin gesagt hat. Wenn du eine bessere Chance auf den Gewinn haben willst, musst du mehr Lose kaufen, ganz einfach. Aber denk zuerst darüber nach, bevor du dein Geld ausgibst, denn wie gesagt, du kannst es nur einmal machen. Das ist die Bibliothek. Save the library, Patreon. Reader of the Month. Take one. Was ist das? Werbeflyer für den Copy Shop der Bücherei. Ja, warum nicht? Brauchen wir bestimmt irgendwann mal. Ich nehme mir einen dieser Flyer. Ja. Wenn ich das der Person im Copy Shop gebe, kann ich ein Buch umsonst gebunden bekommen. Ah, nice. Okay. Das sind ein Haufen Flyer. Wenn sie einen brauchten. Wenn sie einen braucht, kann sie ihn selbst nehmen. Okay. Büchereifrau. Nee, dann lass doch jetzt gleich zum Copy Shop gehen. Wo ist der Copy Shop, ist die Frage. Ist das der Copy Shop? Eine Tür ohne Griff. Ja.
Was mit ihm? Warum schlägt er sich selbst? Hör auf, dich selbst zu schlagen. Hey! Hallo. Okay. Ich bin nicht sicher, ob er taub oder einfach nur dumm ist. Na gut, kann ich... Ich habe meine Messer dabei. Soll ich die ihn einfach reinrammen? Er sieht nicht sehr klug aus. Ja, leeres Buch. Aber wenn... Ich bin nicht sicher, ob ich dich verstehe, aber wenn du was zum Schreiben oder Malen willst, würde ich zum Laden gehen und ein Notizbuch kaufen. Okay. Alles klar. Ah, bist du die Copyshop-Frau? Hallo. Vielleicht kann er mir helfen, ein Buch mit vielen Seiten. Ich suche nach einem Buch mit vielen Seiten. Naja, es wird nicht schwierig, eins in der Bücherei zu finden. Auf der oberen Etage gibt es viele Bücher und die meisten haben viele Seiten. Ja, wir brauchen ein Notizbuch. Ja. Bla bla bla. Die Maschine hat ein besseres Erinnerungsvermögen. Nein, weil wir brauchen einfach nur ein Notizbuch. Warum brauchst du Leos Buch? Geh ich nichts an! Dann fahren wir doch mal hoch. Let's go up. Aber schöne Tapete hier. Kann man nichts sagen. Oh, richtig hübsch. Shut the fuck up. Hey, blonder Mann. Oh, okay, böser Blick. Was? Shut the fuck up! Oh, das nenne ich mal einen Korb. So, dann, ja, da kommt bestimmt nichts raus. Das ist halt eine Bücherei, da sind alle Seiten schon beschrieben. Ja, ist sehr praktisch. Leeres Buch. Es gibt wahrscheinlich nur Buch der Lehrer oder sowas. Ja, war klar. Science. Wissenschaftsgang. Ja, das brauche ich heißen. Ich brauche wahrscheinlich erst später. Aber hier ist vielleicht, wie man ein Buch bindet. Kunstabteilung. Buchbinderei. Und dann machen wir unser Buch einfach selber. Wer ist er? Ach, warum schwitzt er so? Er sieht aus, als wüsste er, wo ich das kaufe. Ich habe das Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Wir suchen ein leeres Buch. Ja. Ja. Mit leeren Seiten. Nicht nur Seiten, sondern viele Seiten. Ja. Wie das ich hier habe. Oh. Richtig. Yep. Gib mir das. Stech ihn ab. Stech ihn ab. Warum gibt das mir nicht? Ich bin voll das süße kleine Kind, Mann. Arschloch. Du liest nichts. Da steht nichts drin. Warum willst du es? Nur weil du nichts siehst, heißt nicht, dass da nichts steht. Oh, so ein Psycho. Stech ihn einfach ab. Dieses Buch kannst du nicht als heilige Schrift des Karnivorismus verwenden, Agatha. Hä, was ist er für einer? Ja, ist er mit Sandro befreundet? Er ist Sandro. Keine Sorge, vertrau mir einfach. Um die heilige Schrift zu finden, musst du woanders suchen. Ja, wir können ihm nicht vertrauen. Wie, wenn ich auf deine Worte höre, werde ich die heilige Schrift finden? Ich glaube, ich bin eigentlich ziemlich klug. Ich frage nochmal. Mann! Ich bitte ihn um Hilfe. Ach, warum nicht? Ja. Naja, mein Tipp ist es, die Augen offen zu halten, wo auch immer du hingehst. Ach, bla bla bla. Bla bla bla. Gut. Es geht um Pixel. Voxel, Pixel. Pixel Art. Schön. Hier auch. Schmuck, Mosaik, Tischlerei. Kunsthandwerk. Okay, was gibt's hier? Schicke Cover. Die sind cool. Oh, okay. Bücherbinden. Ein Buch über Bücherbinden. Filme, die man mit 3D-Brille schaut.
Na gut, war wohl nix. Eine Shooter-Version mit dem Game wäre nice. Ja, eine Abstechversion. Copy Shop. Ah, jetzt geht's vielleicht. Hey, Metal Dude. How's it going? Book-O-Matic. Er geht voll ab. Er spielt bestimmt in einer Metal-Band wie mein Producer bei Viva. Ja. Keine Bücher. Notizbuch. Wie, die sind gerade aus. Ja, mach mir eins. Ja, Blätter und ich erledige den Rest. Okay. Das können wir noch machen. Kunst ist das einzige Fach, in dem ich wach bleiben kann. Kann ich verstehen. Ich besorge mir ein riesiges Pappstück, male viele Tiere rauf und schneide sie dann aus. Wenn ich keine Lust mehr habe, mit ihnen zu spielen, schneide ich sie mit der Schere in kleine Stücke. Dann gebe ich die Stücke einem Jungen in meiner Klasse. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern, aber er liebt das Papier zu essen. Ich sehe ihm gern dabei zu, wie er die Tierstücke isst, die ich gemalt habe. Das bereitet mich auf meinen Tag in der Metzgerei vor. Okay. Wie, du brauchst es nicht? Der Drachenlord. Genau. Metal, Leute. Akkurat. Gib mir dein Sandwich. Ist das ein Chorizo-Sandwich? Ja, warum? Ich mag Chorizo. Oh, er ist voll unfreundlich zu uns. Er ist nicht sehr höflich. Nee, Mann, mit dem reden wir nicht mehr. Tschüss. Oh, okay, komm aber nicht wieder. Fick dich. Oh, also Show. Circus. Geil, ich liebe ja Zirkus.